Leute. Du hast verkackt, was musst du sagen? Sag. 80 D-Mark. Genau. 80 D-Mark, sehr schön. Leute, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Heute im Renitenztheater, 40 Euro, euer Lieblingspodcast. Ja, Bruder, wir haben auf jeden Fall eine Menge zu erzählen, ne? Ja, Mann, erstmal, wir sind das erste Mal live heute. Ja. Also herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auch zu unseren ZuhörerInnen, zu Hause oder im Auto oder wo auch immer. herzlich willkommen, wir sind wie gesagt in Stuttgart. Stuttgart City. Wir nehmen zum dritten Mal auch persönlich auf. Stimmt. Zweimal im Hotel und heute... Genau. Genau, ja. Einmal in Badewanne. Und jetzt heute live. Stark. Schon komisch irgendwie mit den ganzen Gesichtern hier. Gesichter meine ich euch. Boah, der Herr kommt richtig aggressiv, schwör ich, hab Angst vor. Voila. Du siehst ein bisschen aus wie schwäbische Meister Propper. Kennt ihr schwäbische Meister Propper? Der putzt wird dreckiger. Armer Berliner. Berliner, ja. Ja, aber ich glaube, schön, dass ihr, na wirklich, schön, dass ihr, wie Abdel gesagt hat, ja, alle Mann, da seid. Herzlich willkommen. Das ist unsere erste Live-Aufzeichnung. Habt ihr Bock? Geil, 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 geil. Genau. Leute, wollen wir kurz, bevor wir anfangen? Also wir sind bei, ja, fängst du an? Leute, wir haben hier vorne, steh mal ganz kurz auf, ein Freund von mir, Abdel Kader, einmal kurz bitte, einmal kurz aufstehen, einmal kurz aufstehen, aus Berlin, der ist immer... Wir sind eigentlich, also wir sind von Haus aus gar keine, also ich bin zum Beispiel, also ich bin keiner, der so Stress sucht. Na, ich auch nicht, ne. Abdel Kader auch nicht, aber wir sind gerade... wir hatten fast eine Schlägerei, Alter. Gerade eben fast eine Schlägerei. Ja, auf dem Weg hierher, wir wollten fast schon abbrechen. Erzähl mal kurz, wie ist es zustande? Also ich versuche es euch ganz kurz und klar zu machen. Also Abdel und ich, wir sind so gelaufen und meine Frau war noch dabei. Und ich war vorne mit ihr und die zwei waren hinter uns. Und ein Typ ist uns schon vom Weiten entgegengelaufen. Und der war so ein bisschen breit gepumpt so. Bisschen größer wie wir und hat ein enges T-Shirt an. Das heißt, der sah geil aus. Auf jeden Fall. Und wir sind dem so entgegengelaufen und wir waren essen. Und wenn Abdel und ich essen gehen, dann ist das Problem... Immer Eskalation. Immer. Boah, immer. So. Also wir sind einfach... Ich bin gerade voll gefressen und er auch. Der ist viermal stehen geblieben für einen 500-Meter-Weg. So. Und so sind wir gelaufen und der Typ kommt uns entgegen. Und dann habe ich den halt kurz angeschaut, bin ich weitergelaufen. Und die zwei waren hinter mir. Also Abdelkader und Abdel. Und ich höre auf einmal, wie der Typ so richtig demonstrativ so sein Kaugummi rausspuckt. So an ihm vorbei. Und hat ihm quasi damit so, also wir haben das so aufgefasst im Sinne von, ja, ich bin der Coole, mach Platz. So. Und er, was hat er gemacht? Er hat zurückgespuckt. Zurück. Und wir dachten, und ich, okay. Warte, und ich bin vorne, ich höre nur. Ja. Ich denke mir, Alter, was geht da hinten ab so? Und wir sind dann irgendwie zum Auto gelaufen. Ja, wir sind dann weiter, wir haben keinen Stress gesucht. Genau, wir sind einfach weiter. Genau. Das hat uns aber irgendwie getriggert, weil ich finde, dass man sowas nicht macht. Ja, das Ding ist halt, er ist 50. Jetzt mal abgesehen davon, dass man. Ja, nein, aber nein, ist ja so, ein bisschen Respekt, oder? Der Typ war 20 oder so. Das ist eine Sache. Und wir waren mit meiner Frau und wir haben den nicht mal angeschaut. Und wir fanden es einfach ein bisschen respektlos. Ja, fanden es nicht schön. Keine schöne Geste. Gibt ihr uns da recht? Genau. Dann hat meine Frau gesagt, such diesen Hurensohn. Und... Nein, das hat sie nicht gesagt. Die hat so halt voll so deeskaliert. Nein, genau. Alles cool, lass es sein. Die ist wie Bewährungszeit. Pass auf, so. Jedenfalls sind wir dann ins Auto. Genau. Seine Frau ist nach Hause, wir waren im Auto. Und dann kam halt dann doch schon ein bisschen so diese Kanaken. Dann kam halt der Berliner Kanake raus. Nein, so, ey, Bruder, eigentlich müssen wir suchen, wo der ist. Wo ist der? Wir müssen auch mal eigentlich gar nicht. Es war gar nicht so. Es hat war uns getriggert. So, wir so, ey, das war gerade schon ein bisschen unhöflich von dem. Ja, safe. Aber gut, dass wir nichts gemacht haben, haben wir gedacht. Und dann sind wir hierher gefahren und auf dem Weg hierher habe ich gesagt, ich wette, wir sehen den jetzt. Und dreimal dürft ihr raten, wen. Da stand der Achi. Auf einmal. Und er stand da und hat Kaffee getrunken. So frech wie er ist. Und dann habe ich gesagt, hey, soll ich anhalten? Und der 50-Jährige meinte, nein. Ja, aber der hat das nicht so gesagt. Pass auf. Der hat ja so ein, er ist Nordafrikaner aus Algerien und der hat einen sehr nordafrikanischen Akzent. Und er hat gesagt, hey Junge, wir brauchen, lass mir eben in Ruhe, Mensch. Dann sind wir gefahren, haben ihn doch gesehen.
und haben mit dem Typen geklärt. Ja, sind wir angehalten. Ja, aber wirklich? Ich fand, der war cool. Aber wir waren nett, um Gottes Willen, jetzt nichts Falsches oder so. Also wir ganz normal hingegangen mit Messer und dann haben wir gesagt, nein, wir waren wirklich nett. Wir sind hingelaufen. Nein, wir sind hin. Ich guck Abdel mit Feuerzeug genannt. Nein. Wir sind gegen Gewalt. Bitte nicht falsch verstehen. Wir sind da hingegangen und ich habe zu ihm gesagt, hi. Und er so, und er hat uns direkt erkannt und dachte so, scheiße. Das hat man an seinem Blick gesehen. Ich fand es aber auch geil, weil er war schon bereit. So hätte er jetzt so geguckt im Sinne von, was wollen die jetzt? Dann hätte ich vielleicht so einen Rückzug gemacht. Aber der war schon auch so vorsichtig. Und dann habe ich gesagt, hey, wir wollten dir nur sagen, dass wir das vorhin nicht so cool fanden, weil meine Frau war dabei und der Typ ist 50 und du spuckst einfach ein Kaugummi in seine Richtung. Abgesehen davon, wenn auch deine Frau nicht dabei ist, was macht man einfach? Ja, und wir haben halt gesagt, so? Ja, ich wollte es halt so ein bisschen dramaturgisch weit größer aufbauen, dass der schlechteres Gewissen bekommt. Und er hat dann gesagt, tut mir leid. Er hat sich entschuldigt. Also das wollte ich nicht. Und dann hat er gesagt, darf ich das sagen, was er gesagt hat? Okay. Und er meinte dann, ja, nur weil du so einen Körper hast. Ich kann auch anders. Der hat dann mehr oder weniger. Ich habe es cool gesagt. Ja, ich habe ihm, hab ihm gesagt, guck mal, du bist breit gebaut, aber es gibt Menschen, oder ich komme aus einer Gegend, wo Menschen anders reagieren. Die Schwester wird mir, sie nickt schon mit dem Kopf. Bei uns in Berlin gibt es halt Dein Mann so Stadtteile, weiß Bescheid, gell? Stadtteile, wie zum Beispiel, also ich komme aus Berlin-Wedding, Berlin-Neukölln-Kreuzberg, da fahren die nicht hin und reden mit dem. Das heißt, da fahren die dann hin und dann wenn oder du dann, die haben das gleich an Ort und Stelle. Guck mal, die sind so drauf. Warte, ich muss aber sagen, ich bin gegen sowas. Ja. Aber da, und dann, ich meinte ihm so, ey, guck mal, wir sind jetzt halt cool, wir sind zurückgefahren, wir tun uns ganz normal mit dir unterhalten, aber es gibt halt so Menschen, die, weißt du, die. Ja, die würden halt den Kauen aufheben reagieren. Und kauen. So. Genau. Auf jeden Fall, und der war mega nett. Und der hat dann gesagt, er hat dann nämlich gesagt, aber ihr habt mich voll angeguckt. Und ohne Scheiß, ich habe den nicht mal beachtet. Ich habe auch nicht gesehen. Ich habe nur das Spucken gehört und dann habe ich mich umgedreht. Aber warte, das Geile. Und dann meinte er, dann meinte er, okay, Entschuldigung, weil mir kam das so vor. Also, und ich so, ich habe dich nicht mal angeschaut, sage ich so. Leute, ganz kurz. Und dann hat er sich wieder entschuldigt und dann habe ich ihm die Hand gegeben und gesagt, ey, ich finde es voll cool, wie du reagierst. Wir sind nur zurückgefahren, weil wir das so ein bisschen respektlos fanden und wir wollen auch keinen Stress. Wir wollten dir einfach nur Feedback geben. So. Und so eine Google-Bewertung. Genau. Okay. Und er hat es voll, voll dankend angenommen. Und er ist jetzt im Backstage. Komm raus. Nein, das war. Leute, was das Geile ist: Abdulkader, erstmal wirklich, du bist auf jeden Fall. Der hat ja zurückgespuckt. Also der Typ hat gespuckt, der zurück. Und dann sagt der Typ so: Habe ich gar nicht mitbekommen, ich hatte Kopfhörer auf. Und wisst ihr, was das Krasse war? Abdulkader ist halt eine richtige Kante. Abdulkader und er war das, was ich jetzt. Und er meinte so, hey, aber wenn wir da hinfahren, beruhigt mich, gell? Nicht, dass ich, oder er hat gesagt, wenn wir da hinfahren, beruhigen, gell? Nicht, dass ich irgendwas mache. Und wir so, hey, kein Problem. Bruder, wir kommen dort an, Abdulkader so in Ecke. Wir quatschen mit dem Typen, der ist zurück im Auto. So. Und Abdel macht den die ganze Zeit fertig und sagt, hey, du warst richtig aggressiv. Hey, aber um euch zu beweisen, dass wir das einfach wirklich nur gemacht haben, weil wir wollen, dass die Menschen netter miteinander umgehen, verteilen wir jetzt Liebe. Ich liebe dich. Nein. Und auch Liebe für euch. Und auch Liebe für dich. Danke. Ey, nochmal ganz stark, dass du uns da unterstützt hast. Vielen Dank. Mann. Ich guck mal, der ist im Auto, der schläft, der macht ein Nickerchen. Mann. Ansonsten, wer ist alles da wegen des Podcasts tatsächlich so? Wow, stark. Krass. Stark. Wie bitte? Okay. Du hast unseren Podcast. Okay. Bruder, du bist mitten in unserem Podcast, aber du findest ihn nicht. Wie hat der Typ Sex? Also unseren Podcast findest du auf Spotify. 40 Euro. Da, wie gesagt, jeden Donnerstag. Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Genau, überhaupt? Das würde mich auch interessieren. Mashallah. Okay, krass, Bruder. Wer? Ich küsse dein Herz, Bruder. Was, du kennst uns einzeln? Okay. Guck, er kennt mich auch, Bruder. Stark. Weißt du, woher? Immer Backstage mit mir. Ja. Okay, jetzt habt ihr genug geredet, jetzt müssen wir unsere Zeit hier füllen. Nein, du bist ein bisschen extrovertierter, richtig? Du magst es so auch ein bisschen. Ich bin auch so. Ich rede auch gern. Nein. Ich gebe dir aber gerne einen aus, weil ich mag extrovertierte Menschen, weil ich genauso bin. Willst du was trinken? Meine Damen und Herren, Park, wie hieß dein Name?
Sören. Sören. Macht mal, Barkeeper, mach mal den Sören bitte einen doppelten, sei mal leise. Auf jeden Fall, ich küsse dein Herz, Bruder. Ich küsse dein Herz, Bruder. Sören, Alter, bester. Nein, wir müssen jetzt irgendwie so noch ein bisschen reden, weil sonst sagen die Leute, oh, die reden ja nur mit den Gästen. Und, Abdel, Bruder, du bist ja jetzt aus Berlin hergekommen. Du bist ja hier aus Berlin. Das Beste ist, er holt mich heute ab und sagt, boah, ich mag Stuttgart, Bruder. Ich sag, warum? Der sagt, das ist so sauber. Ja. Schnitt. Guck mal, ich bin jetzt, ich weiß. Sag mal bitte, was du mir gesagt hast. Warte. Ich bin jetzt, glaube ich, das dritte Mal in Stuttgart. Für mich ist Stuttgart ist eine schöne Stadt, muss ich sagen. Wirklich schöne Stadt. Das ist so, boah, im Vergleich zu Berlin, aber gerade, du wirst mir recht geben, das ist so geordnet. Du hast voll die Struktur hier drin so. Das ist so, wie soll ich denn, ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich glaube, so, ich weiß, das ist einfach so deutsch, einfach so. Ja, das ist nein, einfach es so ist, ich weiß, was der meint. Guck mal, zum Beispiel, er meinte so, euer Flohmarkt ist voll sauber. So, so das, es ist wirklich so. Wir sind in Stuttgart, wir sind ein sehr, ja, sehr, es ist ja alles sehr, findest du nicht? Du machst so, Im Vergleich zu Berlin? Jetzt komm nicht mit deinem Kessel und dieser Luft. Nein. Was dann? Also falls ihr es nicht hört, der Herr sagt, gefühlt war es früher ordentlicher, die Baustelle, da gebe ich dir recht. Aber warst du schon mal in Neukölln? Okay, dann geh mal nach Neukölln. Aber warte. Dagegen warte. Feuerbach, Beverly Hills, Bruder. Glaub mir, Bruder. Glaub mir, Bruder. Bruder, warte ganz kurz. Ganz kurz, ey, Serda, ja, ganz kurz. Dieser Bahnhof, meint ihr das ernst? Was? Dieser Bahnhof. Frag ihn. Also gerade, wir sind... wie heißt denn dieser Ausgang hinten, wo du zur Stadt kommst? Ausgang hinten zur Stadt? Da ist ja der Ausgang, wenn du direkt auf die Straße, also auf diese Stadt Königstraße. Kommst. Königstraße. Ja. Boah, Bruder, bis du an den Gleisen bist, läufst du einfach 9 Kilometer. Das ist ja Halbmarathonstrecke. Boah. Jetzt. 9 Kilometer, bis du da bist. Weißt du, was ich krass finde? Erzähl. Wir sind verwöhnt, Bro. Also der Herr aus dem Publikum, wir sind verwöhnt. Glaub mir. Ich reise viel rum gerade mit der Comedy. Ich war in Hannover. Da haben wir uns getroffen. Weißt du noch, was ich zu dir gesagt habe? Ich bin aus dem Bahnhof raus. Ich habe 3 Menschen gesehen, die in die Ecke geschissen haben. Ja. Im Bahnhof. Und einer hat währenddessen Schokocroissant gegessen. Ja. Und jetzt kommst du mit Ding. Also ich weiß, was du meinst. Die Baustelle nervt. Aber Bruder, ich bin 3 Minuten aus dem Bahnhof raus. Hab ein Typ, das habe ich im Podcast erzählt. Ich schwör's euch, der lag so da. So. Hose unten, redet mit seinem Kumpel und der pisst währenddessen und der isst Vogelkörner. Ich dachte, irgendwie schon gemütlich. Aber das ist, und das war Hannover. Weißt du, was ich meine? Deswegen, was dich halt wahrscheinlich stört, ist die Baustelle, die halt hier jetzt seit wie vielen Jahren? 5. Ach, ich grad, 2011, oder? Boah, ernsthaft? Seit 12 Jahren Baustelle? Ja, Bruder, das ist... Boah, Alter. Da hat Felix Lobrecht einen geilen Gag gehabt, der hat hier in Stuttgart gespielt. Ist auch ein Comedian, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der meinte so, was hat er gesagt? Ah, die Baustelle, in Stuttgart gibt es so viele Baustellen, du musst in der Stadt mit Ding, Stahlkappenschuhe laufen. So. Es ist wirklich so. So in der Fußgängerzone mit Stahlkappen, weil du dich sonst verletzt. Aber da hat er recht. Ich weiß es nicht. Guck mal, das Krasse ist, ich habe ja hier in Stuttgart Schauspiel studiert. Und, und ich habe das, damals bin ich immer aus Göppingen, also da komme ich ursprünglich aus Eisling, immer mit dem Zug hergekommen. Und dann bin ich mit der Bahn zur Schule gefahren. Und ich schwöre dir, bei meinem Leben, da hat sich einfach nichts verändert. Also immer noch gleich. Ich habe da auch reingeguckt. Man kann ja in die Baustelle reingucken so. Boah, das ist einfach gleich. Krass. Das Einzige, was mir da fehlen mir echt so ein paar Leute, die sich so anscheißen, so wie in Hannover. Ja, brutal. Bruder, jetzt gehen wir gleich danach. Ja, genau, ich habe danach noch eine Show. Ist eine halbe Stunde von hier weg. Mit ein paar anderen Comedians. Gibt es noch Tickets? Weiß ich nicht, Bruder, ich glaube nicht. Ist aber auch ein bisschen weiter weg. Okay. Ich spiele hier mein Solo, 4.4., wenn ihr Bock habt. Genau in diesem Raum, aber ist ausverkauft. Auf jeden Fall. Ja, Mann. Ansonsten erzähl du mal, Bro. Boah, Bruder, ja, wir sind halt seit vorgestern. Der weiß nicht, was er erzählen soll, ich kenne ihn. Vorgestern. Heute waren wir auf dem Flohmarkt. Karls, wo, wie hieß das, wo wir waren? Karlsplatz. Karlsplatz.
auch extrem ordentlicher Flohmarkt. Mir haben so ein paar Menschen aus Rumänien und Bulgarien, das hat mir gefehlt. Bei uns ist halt Flohmarkt so, Rumänen, Bulgaren, die sind immer am Start. Bei uns gibt es sogar bewirtungsbillig. Okay, krass. Schön Schwaben, ohne Witz, die machen alles richtig, ey. Ohne Witz. Oder? Was hat er sich gegen... Guck mal, ihr müsst euch vorstellen. Fuchs, der ist ein Fuchs, Abdulkader ist ein Fuchs. Bitte, darf ich das kurz erzählen? Guck mal, ihr müsst euch vorstellen, normalerweise, wenn jemand zum Flohmarkt geht, dann, was, hast du dir schon mal aus dem Flohmarkt gekauft? Was? Mein Mann, Spaß. Was? Okay, sagen wir mal, eine Brille. Okay. Was zahlst du zum Beispiel dafür? 5-6 Euro, genau. Der Abdelkader ist so ein krass... Ey, wir machen Podcast-Aufnahme, bitte nicht reden währenddessen. Der Abdelkader ist so ein Mensch, der ist so ein Fuchs. Ich habe ihn gefragt, was er für die Dinge bezahlt hat. Und er sagt, ich kann es dir nicht sagen. Dann sage ich, warum? Das ist privat. Dann sagt er, erstens, das ist privat. Und zweitens, ich habe ein Paket gemacht. Also der hat mehrere Dinge gekauft und hat einfach einen Pauschalpreis ausgehandelt. Und er sagt, ich weiß nicht, was gekostet hat. Ey, wir waren vorhin, da war so ein Typ, der wollte so eine Brille kaufen, eine Ray-Ban. Mhm. Und der fragt den Typen, was kostet die? Und der Typ so, ah, das ist 50 Euro. Und hat doch gerade geguckt, hey Junge, ich gebe dir 10. Bruder, von 50 auf 10, der Typ, der ist erzähl ausgefüllt. Mal bitte eure Fahrt hierher mit Flixtray. Boah, okay, passt ja, auf stimmt. Jetzt passt auf. Leute. Wir sind mit Flixtrain hergefahren. Aus Berlin. Und, genau, von Berlin nach Stuttgart. Und bei Flixtrain musst du dir, genau, kriegst du so einen Sitz zugewiesen. Da kannst du nicht einfach rumrennen und dich irgendwo hinsetzen. Wir haben uns aber irgendwo hingesessen, weil es extrem voll war. Und nach irgendeiner Station ist ein Typ gekommen und der meinte, ey, ich sitze hier. Abdelkader saß in der Zeit neben so einem chinesischen Studenten. Und dann ist halt der Typ gekommen, der diesen Platz reserviert hat. Und meinte, ey, ihr müsst aufstehen, das ist mein Platz. Abdelkader hat auf der Fahrt hierher sich diese Kabine richtig eingesetzt. Er hat seine Jacke angehangen, da hat er in Berlin so Zimtschnecken gekauft. Die hat er auch aufgehangen. Der dachte, der verreist nach Pakistan. Ich meinte, ey, es sind 5 Stunden. Der hat sich richtig bequem gemacht. Jedenfalls sind wir dann zurück, wir haben uns einen anderen Platz gesucht. Und der kommt zu mir und sagt, Abdelmunheim, wo sind die Schnecker? Ich meinte, ja, keine Ahnung. Ich hab die vergessen. Läuft zu dem Typen zurück. Sagt, ey, hast du meine Schnecken aber gesehen? Aber das soll er sagen, was er gesagt hat. Warte, hast du meine Schnecken gesehen? Und dieser Schin, der hat nichts gecheckt. Der meint so, I don't know, ich bin so noch nichts, ich weiß nicht. Und der Typ so, okay. Irgendwann ist dann rausgekommen, dass dieser Typ diese Schnecken weggeschmissen hat. Das hat ein anderer gepetzt. Weil der dachte so, es ist Müll. Abdel Kader, willst du kurz sagen, was du dann gesagt hast auf Englisch? Nein. Bitte. Sag. Mach mal einen Applaus, dass er es sagt. Bitte. Bitte einmal. Was hast du zu ihm gesagt? Was hast du dem... Komm bitte her. Sag. Warte. Sag. Alle bitte wollen sag. Wissen, was du gesagt ja, hast. Ja, Mann. Warte, bevor du es ihm gibst. Er hat in einwandfreiem Englisch, weil er seine Zimtsterne weggeworfen hat, gesagt... Was hast du gesagt? Fuck you, man. Fuck you, too. Fuck you, man. Fuck you, too. Ihr seht Englischkenntnisse bei Abdelkader Business-Englisch-Niveau. Zimtstars. Fuck you, man, fuck you, too. Fuck you, man, fuck you, too. Und dieser Chinese guckt so, oh nee, I'm sorry. Fuck you, man, fuck you, too. Kauf dir doch einfach in Stuttgart 2 Zimtschnecken und lass die Typen in Ruhe. Scheiße, Mann, du bist so geil, Bro. Fuck you, man, fuck you, too. Fuck you, too, man, fuck you, too. Scheiße. Bruder, jetzt bist du da. Was ging bei dir? Hast du auch einen Chinesen beleidigt in der Nee, ich war in Nürnberg den letzten Tag. Was warst ging du da? Mal in Nürnberg? Schöne Stadt. In Bamberg war ich. Mir ist aufgefallen in Bamberg, Bro. Wer war schon mal in Bamberg? Bro, du klatschst bei allem, schön. Ohne Scheiß, egal was ich sag. Wer war schon mal in Australien? Ja, jetzt auf einmal nicht. Guck mal, wir waren in Bamberg. Und ich muss ehrlich sagen, das sind auch sehr nette Menschen gewesen. In Bamberg? Ja, Mann, Bruder. Wallah. Die waren, das war ein bisschen wie Türkei. Ich sage euch warum. Pass auf. Ich habe mir so Pommes geholt an so einer Pommesbude. Und der Typ in Bamberg? War, ja, genau. Und der Typ war Kanadier.
Und er hat genau so geredet, wie wenn du diesen Ami nachmachst. Mach okay. mal kurz diesen Ami. I'm not talking about this kind of things. That's all I'm gonna do. So hat er geredet. Sure. Guck mal. Ich mache jetzt mit ihm genau, ich kaufe jetzt bei dir die Pommes, okay? Okay, okay. Also. Hey, Bruder, ich kann, ich brauche eine Amerika-Flagge. Ding dong. Ich so, hi, hallo. Hey, what's up, my man? Ich höre, genau so hat er geredet. Ich so, hey, fuck you, du. Und dann hast du Dings Zimtstecken gekauft von dem. Einmal Zimtstecken. Boah, krass. Nein, und dann habe ich gesagt, do you like meat? Hat er mich gefragt. Also, okay. Ich so, no, I'm vegan. Und er so, was? Ich so, I'm Norwegian, also ich komme aus Norwegen. Nein, Spaß. Und dann habe ich gesagt, yes, I do. Und dann hat er mir irgendwas gebastelt. Und ich bin so ein Typ, ich habe nie Bargeld dabei. Kann das, fühlt das jemand? Ich habe wirklich, ich habe nie Bargeld dabei. Ich zahle immer mit Karte. Boah, ich bin voll der Bargeldtyp. Ja, du bist auch 40, Alter, ich verstehe auch nicht. Wirklich, ich kann ich nicht. Der hat immer so voll die großen Scheine, also die mit viel Wert. So. Und ich so, hey, ich hab nur Karte. Und das hat 8 Euro gekostet ungefähr. Und dann hat er gesagt, also du sagst in dem Fall, kein Problem, zahl beim nächsten Mal. It's no problem, you can pay any time, man. Genau. Und ich so, Bro, ich komme aus Stuttgart und so. Der so, no problem, man. Ich so, ja, aber I don't wohn hier. So. Und dann habe ich irgendwie sein PayPal abgecheckt. Okay. Und er war mega nett. Und ich habe es ihm dann per PayPal überwiesen. Okay? Am nächsten Tag habe ich ein Taxi gehabt, weil ich zum Bahnhof musste. Bahnhof war etwas weiter weg. Der war der Taxifahrer. Nein, pass auf. Der Taxifahrer kommt und dann sind wir gefahren und der war voll neugierig. Es gibt entweder Taxifahrer, die sind suizidgefährdet und die wollen nicht mit dir reden oder die machen Podcast-Aufnahme mit dir. Wirklich, es gibt nur diese zwei. So. Und der war einer, der war, also ja, der wollte auf jeden Fall Podcast. Ja. Okay. Der hat direkt so ein Mikrofon raus. Kamera aufgebaut, ja, Soundcheck. Ja. Wir fahren so, der so, check. Nein, wir fahren zum Bahnhof, ich so, one time station, nein, ich so zum Bahnhof, er fährt und dann hat er mich irgendwann gefragt, was hast du hier gemacht und bla, ich hab's ihm so erzählt und dann habe ich zu ihm gesagt, kurz bevor wir ankamen, hey, die Menschen hier sind sehr nett, so, mir ist gestern etwas widerfahren, wo ich wieder Glauben hatte an Deutschland, so, weil mir fehlt manchmal einfach in Deutschland dieses bisschen Lockere, nicht immer, weil immer locker geht auch nicht, dann hat jeder Schulden. Aber so, hey, du hast einmal was vergessen, kein Problem, zahl beim nächsten Mal so. Natürlich nicht jedes Mal, nicht falsch verstehen. Und er so, ja, das ist normal hier. Ich so, ah, okay, der so, dann, ich schwöre bei Gott, dann hat er gesagt, wenn du willst, zahl beim nächsten Mal. Weil der nett sein wollte. Ja. Und ich so, Bruder, ich werde dich nie wieder sehen so. Der so, ja, ich wollte nur sagen so, wenn du willst, zahl beim nächsten Mal. Ich so, nein, ist okay, kann man mit Karte zahlen? Der so, ja. Aber wie gesagt, du kannst auch beim nächsten Mal zahlen. Ich so, nein, ich zahle jetzt, ist okay. Dann steige ich aus. Dann steigt der aus, gibt meinen Koffer. Der so, wie gesagt, du hättest auch nächste Mal. Ich so, nein, alles gut. Der so, ey, kannst du mir Sterne geben? Wirklich, der wollte 5 Sterne dann. Aber wie geil der das, weißt du, ich habe gesagt, hey, die sind so nett hier. Und der wollte das direkt so mitnehmen in sein Business. Und er sagt dann als Taxifahrer, hey, zahl beim nächsten Mal, wenn du willst. Und so. Stark, ich denke, ich sehe dich nie wieder, weißt du, was ich meine? Und zum Schluss sagt er es wieder, an dem, da denkt mein Koffer, hey, du auch nächstes Mal. Ich so, ja, kannst du mir 5 Sterne geben? Ich habe nicht gezahlt und 1 Stern gegeben, auf jeden Fall. Bamberg, Alter, krass. Warst du schon mal in Bamberg? Ich war noch nie in Bamberg. Boah. Was geht da ab? Ist es eine schöne Stadt? Boah. Wie weit ist denn da Bamberg so klein von hier? Venedig und so, sagt man. Wie weit ist Bamberg von hier? Wie lang bist du weit? 3 Stunden ungefähr. Okay, schon andere Richtung. Ja, Mann. Warst du schon mal in der Kirche? Nee. Noch nie in der Kirche drin gewesen? Mit der Schule oder irgendwas? Nee, ich glaube doch. Ich war, glaube ich, einmal in Syrien. Doch. Ja, doch. Also in Syrien gibt es so eine Stadt, die heißt Ma'lula. Das ist so eine alte Klosterstadt. Und wir waren halt im Urlaub und ich glaube, da sind wir. Ich glaube, das war eine Küche gewesen. Eine Küche oder eine Kirche? Nee, die Küche. Weil da gibt es so ein bekannter Dom. Bekannter Dom? Wie? Ein bekannter Dom. Auf jeden Fall gab es einen bekannten Dom. Bekannter Dom. Bekannter Dom. Egal. Auf jeden Fall war da so eine Küche. Und ein Kumpel von mir, der Götz Friednang, der ist auch Comedian, der ist schon älter. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mega lustiger Kerl. Götz Friednang, okay. Boah, ich hab mich. Das ist so ein Typ, wenn der heute hier wäre, wir würden uns alle in die Hosen scheißen. Der ist so witzig. Der macht dort so Stadtführungen.
Okay. Und der wusste nicht, dass ich auch da bin. Der hat mit einer anderen Kollegin eine Stadtführung gemacht. Dann sieht der mich in der Kirche. Ich wollte halt angucken, so, was geht hier? Und der ruft von weitem. Und mir ist es ja voll unangenehm. Guck mal, wenn ich in die Kirche reingehe, schäme ich mich schon, dass Leute mich vielleicht komisch angucken, weil die sich denken könnten, was macht der hier? Es gibt ja Menschen, die so. Deswegen habe ich so Sturmhaube aufgezogen. Nein, nein, kann ja sein. Nein, ich bin ganz normal da durchgelaufen. Und der Wichser sieht mich und der Weiße hat gesehen, dass mir unangenehm ist. Und der schreit von weitem: Allahu Akbar! Ich denke mir, Alter, das hat, ich schwör, der ist so ein Psychopath, Alter. Dann kommt er zu mir und da sind voll viele Leute um mich und der sagt, alles gut, der ist Schwein, ganz ruhig, so, alles gut. Alles gut. Und sowas, und so ein Typ ist es. Und der hat mir eine Geschichte erzählt. Ich habe ihm eigentlich gesagt, das muss er auf der Bühne erzählen. Aber der so, nee, das mache ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich so lustig hinbekomme wie er. Bruder, der hat mir erzählt, der war, ich weiß nicht mehr, welche Stadt. Sagen wir mal Hamburg. Ja, Hamburg, glaube ich. War der unterwegs? Und er chillt so und wartet auf ein Taxi oder keine Ahnung was. Und auf der anderen Straßenseite, auf dem Gehweg, standen drei Chinesen. Okay. Und einer von den Chinesen hatte so einen Kontrabass in der Hand. Ich schwöre bei Gott. Und der so, Serda, ich hab das, der redet auch so, der lispelt so ein bisschen. Der so, Serda, ich hab das gesehen und dachte mir, was machen die drei Chinesen da mit dem Kontrabass? Und ich war so, versteht das keiner? So, warum guckt keiner hin? Hallo? Wie? Und dann wollte, die konnten nur Englisch, dann wollte er hingehen und zu denen sagen, do you know who you are? You are the three Chinese with the Kindred Music. Hey, das ist, ey, ich schwöre, es ist nicht meine Geschichte. Aber guck mal, selbst wenn ich es erzähle, funktioniert es. Und es ist sein, und er so, three Chinese with the Kindred Music. Bruder, der hat mir das erzählt in dem Kaffee aus meiner Nase, ist Milch und Kaffee raus. Und ich habe zu ihm gesagt, ey Götz, das musst du auf der Bühne erzählen. Und der so, nee, ich schenk's dir, alles gut. Ich glaube, das funktioniert echt gut, Alter. Nein, das ist seine Geschichte, werde ich niemals erzählen. Nein, wirklich, also nicht, auf, also nicht als Stand-Up-Comedian so. Und dann hat er zu einem gesagt, wie heißt du? Und der so, ich bin Jake. Und wer ist das? Das ist mein Bruder, Jakob, Spaß. Kam der an? Bruder Jakob, egal. Auf jeden Fall, Bruder, der hat mir das erzählt. Ich hab mich totgelacht, Alter. Und Götz, Alter, ist eine Legende, Alter. Jake Götz ist der Man, Alter. Alter, hat mega Lust, krass, das ist echt funktioniert, Alter. Weißt du, der hat mir das so erzählt und ich so, hey, Bro, das musst du auf der Bühne erzählen. Und er so, nee, das wird nicht funktionieren. Und der Stuttgart. Hat das viel lustiger gemacht als ich. Ich hab eine ganz kurze Frage. Ich bin ja ab und zu jetzt öfters, ich werde jetzt öfters in Stuttgart sein. Ja. Ich weiß, da scheiden sich die Geister. Der beste Döner in Stuttgart. Wo? Schwester, du bist aus Berlin. Berlinerin, ich vertraue dir. Guck mal. Ja. Der beste Döner hier ist der schlechteste aus Berlin. Boah. Boah. Schwester. Guck mal, Stuttgart, tu mal deine Hand runter erstmal. Warte, Stuttgart, wie könnt ihr... Krass, echt, ja? Guck mal. Okay. Ich will dich nicht unterbrechen. Aber wenn wir jetzt nicht hier wären und wir wären draußen und ich würde dich nicht kennen, dann würde ich reagieren, wie ein Stuttgarter hat einfach reagiert. Auf jeden Fall. Nein. Nein. Guck mal. Ich gebe dir in einer Sache recht. Der beste Döner Deutschlands laut Bewertung kommt aus Stuttgart. Oh! Ja, okay, warte. Und der heißt Alla Turca. Okay, aber bei dem waren wir. Wir waren da. Und ich muss ganz, ehrlich sagen, ganz kurz. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen schlechten Döner gegessen. Das kannst du so nicht sagen. Nein. Hier vorne gibt mir jemand recht. Warte, hier vorne gibt mir sogar jemand recht. Aber schlecht, guck mal, qualitativ ist ja gut. Aber es ist kein typischer Döner. Nein. Aber die Qualität des Döners, das Fleisch hat gute Qualität. Aber ich finde ihn auch nicht lecker. Aber qualitativ ist er gut. Dankeschön. Dankeschön. Ich war so gehypt an diesem Tag und ich werde es nie vergessen. Ich war mit Zerda. Du hast da, obwohl du ja in der Gegend hier wohnst, der war auch nicht so gut. Ja, und dann standen wir 40 Minuten. Aber qualitativ ist er gut. Bruder, wir standen da 40 Minuten. Ich muss gerade erklären, was ich 40 meine, Minuten, dann kriegen wir diesen Döner. Ich beiß da rein. Und dachte mir so, was ist das? Guck mal, es geht darum. Ich feiere Rockmusik auch nicht. Aber wenn Rockmusik qualitativ gut gemacht ist, finde ich es gut. Wisst ihr, was ich meine? Objektiv. Und genauso ist es mit diesem Döner.
Der ist gut, qualitativ ist der sehr gut, aber er schmeckt mir nicht. Also es ist zum Beispiel, ich mag Hackfleisch mehr, Hackdöner. Das ist zum Beispiel so Lamm. Schmeckt mir nicht. Deswegen, was ich dir jetzt sagen will, du wohnst wo? Leonberg. Fahr nach Göppingen, ich sag dir zwei Dönerläden, okay? Entweder magst du Lammfleisch mehr oder Rind? Okay. Urfa in Eislingen? Merkt ihr das? Urfa in Eislingen? Oder Flamingo in Göppingen? Wenn die zwei dir nicht schmecken, dann geh zu Ala Turca. Nein, die sind brutal. Die werden dir schmecken. Das sind richtig gute Döner. Ich finde in Stuttgart auch nicht so viele gut, muss ich ehrlich sagen. Was wolltest du sagen, ganz kurz? Brauche ich nicht. Brauch ja? ich nicht. Doch. Im Wedding, Badstraße, das ist mein Bruder. Ja, ja sind alle verwandt. Stammgast. Ihr Araber seid auch alle Cousins. Ey. Stammgast, der beste Döner. Es gibt keinen besseren in Berlin. Selbstgemachtes Brot ist der beste. Und das Beste an diesem Döner bei Ure ist, dass du immer ein Haar drin hast. Nein, nein, wirklich der beste Döner in Berlin. Du weißt den Döner. Nein, aber in Stuttgart, das stimmt schon, in Stuttgart gibt es gibt viele, die gehen gern bei Bay-Kebab essen. Habe ich auch gehört. Ja, du, Erjan, was geht, Bruder? Hey, das ist der Beste, weißt du warum? Warum? Der hört unseren Podcast an und ich habe im Podcast mal erzählt, dass ich handwerklich unbegabt bin und keine Lampen anrichten kann. Das war der, der zu dir gekommen ist. Dreimal dürft ihr raten, wer bei mir Schwarzarbeit macht. Erjan! Bruder, Montag, geh 17 bis 20 Uhr, ich schwöre. Schwör, der kommt Montag. Ohne Scheiß. Der hilft mir, ich habe keine Ahnung. Haben wir Männer, die handwerklich unbegabt sind, ehrlich applaudieren? Danke, Bruder. Danke, danke. Warum bist du handwerklich? Kannst du, guck mal, kannst du so einen Schrank zusammenbauen? Nach Anleitung ja, aber sonst. Ja, Bruder, warum streckst du dann überhaupt? Ich guck dir Anleitung an, ich muss mich übergeben, Alter. Gibt's jemanden, der auch mit Anleitung nichts versteht? Yeah! Du? Ich hab meine Frau, die macht das. Geil! Echt? Was macht. Geil! Was macht deine Frau beruflich? Die arbeitet bei der Agentur für Arbeit. Ach, daher kenne ich dich. Abdelkader, du hast doch Probleme mit denen gerade. Könnt ihr euch danach connecten? Hast du eine Beginnung? Kannst du mal Abdelkader auf die Gästeliste setzen? Okay, du arbeitest bei der Agentur für Arbeit. Du bist, was ist die Frau? Du. Ja. Ah, cool. Und was machst du, mein Lieber? Ich mach bei der Hartz IV. Was machst du? Ja, ich bin auch für die Infrastruktur der BA zuständig. Okay, Bruder, wir sind Kanaken, weil was für Infrastruktur. Also, du bist mir voll sympathisch, by the way. Ihr beide. Ich habe nicht verstanden, was der meint. Infrastruktur? Ja, bist du Börsenmakler? Nein, wir kümmern uns darum, dass die BA läuft. BA meinst du Bundesagentur, oder? Bro, warum redest du so mit Fachbegriffen mit uns? Na, no, die BA. BA heißt bei mir Beate Use, Bruder. Okay, und was, wer ist diese Dame da zu eurer Linken? Seine Tochter. Seine Tochter. Du arbeitest wo? Ich bin. Normale Wörter bitte, nichts Ding. Schüler. Schülerin bitte, ja? Schülerin, ich habe eine nicht abgeschlossene Ausbildung. Okay, stark. Ich habe Rückenprobleme, wallah. okay, cool. Und du bist, ist dein Papa handwerklich wirklich unbegabt? Und die quasi die Mama oder Stief, weiß ich ja nicht, die baut. Bonusmama. Wie? Bonusmama. Bonusmama, die. Ja, voila, Bonus, ha. Die baut einfach alles zusammen. Ha. Wie es für dich ist. Ist Stiefmutter. Was? Bonusmama ist das schwedische Wort für Stiefmutter. Ah, wow, auf Türkisch heißt es Jackpot. Hä? Müssen wir cutten, oder? Sind wir drüber? Wer macht eigentlich, wer gibt uns hier ein Zeichen, ob wir drüber sind oder nicht? Ja, komm, wir machen noch zwei Minuten. Und ja, dann müssen wir so langsam, ja, ja. Zeit ist abgelaufen. Sag mal leise. Auf jeden Fall. Okay, Leute, wir machen jetzt noch eine Minute Abmoderation, Bruder. Ich gebe dir... Leute, vielen, 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 vielen Dank, dass ihr heute am Start wart. Ich finde es cool, dass man mal so Gesichter zu den Hörern hat, die man einfach nur... die man nur so erwähnt tut. Von daher, Leute, vielen, vielen Dank. Wir sehen euch ja nie. Ja, Alter. Deswegen ist es voll für mich auch gerade voll cool, so die Emotionen zu sehen. Das ist aber auch krass, weil die widersprechen uns auch manchmal. Safe, so. Weißt, safe, ich weiß, safe. Reden auch rein. Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr auch so, ja, wie gesagt, ihr ja, man, für mich auch Hammer-Community, ey. Ja, man, für mich auch. Pusht es auf jeden Fall weiter. Vielen Dank, dass ihr da wart, Leute, wirklich. Ihr wart wirklich sehr, sehr dankbar und liebevoll. Abdel und ich weiß nicht, für diejenigen, die unseren Podcast immer hören, wir stehen für ganz viel Liebe untereinander, füreinander und Zusammenhalt. In diesem Sinne,
wirklich, Dankeschön, dass ihr da wart. Genießt den Tag heute noch und vergesst niemals, was passiert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bruder, ich würde sagen, wir drehen jetzt nochmal eine Runde und suchen den Typen. Ja, genau. Nein. Ja, man folgt uns auf den sozialen Medien, falls ihr es nicht gemacht habt schon. Abdel geht bald auf Tour. Ich bin auch auf Tour. Ihr könnt gerne zu unseren Live-Programm. Ihr könnt uns gerne live besuchen. Wir haben beide ein Programm. Und ja, Dankeschön, dass ihr da wart, Leute. Schönes Wochenende. Dankeschön. Das waren Abdel Budi und Derda Karibik.